Hola, heute lernen wir, warum wir nicht auf Tanklaster schießen sollten. Wer es noch nicht gemacht hat, kann gerne ein Follow oder einen Daumen hier da lassen. Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt viel Spaß bei der Folge und es lebe die Revolution. Klar, ist ja nett. Spinnst du? Was seit wann bist du hier bei Fuckfight nett? Los, Quapper, holen dir. Pitchfight. Geil. Ich war das nicht. Ja, nicht Quapper, auf Kopf schießen. Ich hab nicht geschossen, du hast geschossen. Ich hab nicht geschossen. Dann hat irgendwie anders geschossen. Also ich habe auch nicht geschossen. Brauchst du nicht mal rausschlachten, gell, das Zeug. Oh. Guck mal, der Ingenieur, der hat bestimmt hier... Ja, genau. Nee. Doch, der hat Munition für Sturmgewehr. Hast du schon Auge gekriegt. Ja. Oh, mal kurz Auto fahren. Jo. Kannst du fahren? Ja. Cool. Oh. Was sagen deine Außenspiegel? Kannst du da reingucken? Nee. Naja, ich sehe aber nur die Tür. Ja, du siehst was. Ja, ich sehe was. Okay, bei mir sind die nur schmierig grau. Okay. Ah, ob ich hier richtig fahre? Sieht nicht so aus. Alter, machen die Fernrabatz. Hier gibt es auf jeden Fall Guerillafahrt. Ja, genau, hier waren wir schon mal. Das ist ja Sendeturm. Stimmt. Ist die Frage, ist die Kiste da oben jetzt wieder da? Nee, da ist keine Kiste. Aber ich glaube, hier vorne war irgendwo auch eine Seilrutsche, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Weil die Pferde, ne? Die einfach so herrenlos rumstehen. Ah, das ist eine Aussicht. Ja. Können wir jetzt mit dem Fallschirm, gell? Mit dem Fallschirm. Wollte gerade sagen, wollen wir versuchen, da vorne direkt an den Stand zu fliegen rüber? Ja. Na, den. Das, was du markiert hast, da wollen wir hin, oder das Treibstofflager? Ja. Cool. Oh, nee. Was ist jetzt passiert? Ich häng schon wieder in Luft. Ach, ich wurde teleportiert. Was? Scheiße. Zu dir, ja. Ja, ich häng hier einfach mitten in der Luft. Ja, ich seh's. Oh, der fuck. Dann lauf doch mal auf den Weg. Nur ich nehme das Auto vorweg, oder was? Ja, soweit, dass ich zu dir teleportiert werde. Guck mal, ich muss nur kurz heilen. Das ist ja ein Scheiß. Hat es gereicht? Ja, die Waffe, ich hab vorhin meinen Fall halt hier verstauen und wieder auspacken, aber hängt dann immer noch an derselben Stelle. Warte, ich will noch die Geisel befreien und fahr ich weiter. Kann ja das nicht sehen, wenn hier. Boah, der hat voll den Stein jetzt gerammt. Geil. Oh. Langsamer. Immer noch nicht teleportiert, dann kannst du mit deinem Partner, geh zurück. Ich ja, dann musst du weiterfahren. Ja, ich fahr jetzt. Das funktioniert nicht, oder was? Ich häng immer noch hier oben. Willst du kurz reloggen und ich halt mal hier an? Eher weniger. Mach mal lieber eine Schnellreise zum anderen Kontrollpunkt da. Alter, du bist ja auch fast auf der anderen Seite von Insel und... Oh Gott. Nee, jetzt bin ich... Ich hänge jetzt fest. Hier. Tante. Ja, also mach doch mal bitte Schnellreise. Oder geht das so einfach? Es ist Far Cry. Machst du nicht? Schnellreise steht momentan nicht zur Verfügung. Ja, schön, dass du was sagst.
Ich hab gerade versucht, alle abgeklopft, die ich auf hab hier schon. Hier ist ein Haus, das geht nicht, da geht's nicht hin. Aber das ist, weil ich halt auch in der Luft hängen. Nur eben nicht bei dir, sondern hier bei mir. Das ist ein Scheiß, ey. Ja, ey, Mann, ja. Das ist schon immer ja, ist schon ziemlich. Kann ich mal versuchen zu sprengen? Ach, Estitas hat die Sitzung verlassen, das ist jetzt, auch geil. Jetzt geht's. Jetzt geht's sogar. Ich rausgegangen bin. Ja. Schönes Auto ist auch einfach weg. Da warte ich mal kurz hier. Ja, du hast. Ach, schön, danke Dave. Du wurdest vom Host entfernt. Danke, Arsch. Ich hab nicht, ich hab nichts angefasst. Ja, 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 ja. Steht doch da. Quapo hat einen Hund. Ich will so einen Hund, ja. Quapo ist natürlich. Oh, wie geil das aus, wenn es regnet hier, Mann. No, Quapo. Quapo. Altes Haus. Was los? So. Das heißt nix? Jetzt aber, wir lassen das Fallschirmspringen sein. Ja, ja. Lass mal. Das war eben schon das zweite Mal, dass nicht funktioniert hat. Willst du mal Quapo streicheln? Kann ich nicht. Ach, da bist du. Aua. Warum? Wer ist das? Karre will ich hauen, Alter. Oh, geil. Dein Auto für die gute Sache. Hä? Scheiße, was? Alter, da wäre ich schon freiwillig. Respekt, geil. Also so ein Respekt, also sich am Stacheldrahtzaun festhalten und dann noch da so drüber zu hechten. Respekt. Ah, alles gut. Ist mal eher joggen oder was? No. Ach guck mal, wenn es regnet, sind die auch richtig nass, die Klamotten und alles, ne? Krasse Scheiße, Mann. Ja, gut. Wollen wir dann jetzt nochmal versuchen? Warte, Loot. Ja, ich habe extra uns Auto besorgt. Ja, Mann. Lass uns Schwofen fahren. Oder wie hat man in 15 Jahren geredet? Keine Ahnung. Okay, ein Wendelkreis hat auf jeden Fall schon mal wie ein Schlachtschiff. Sehr gut. So, der Autopilot fehlt uns. Der Autopilot fehlt uns, ja. Achso, Waffe wegpacken. Waffe genau. Packst du ihm automatisch weg, außer du drückst halt auf einen der beiden Tasten zum Waffe ziehen. Ja. 30 sollen wir nur fahren, dieser Kontrollpunkt. Ah, das ist glaube ich unserer, ja, das ist unserer jetzt. Ja, ja, das ist der, den wir erobert haben. Ja krass, wie wäre der uns zurückgesetzt? Ist ja krass. Da irgendwo in der Nähe des Kontrollpunkts halt gespawnt. Ja, die Pferde müssen es unter Kontrolle bringen, oder? Die sind komisch. Dass die überall rumschwoben hier. Nein, auch das Falsche. Alter! Schießt du nochmal auf mein Auto, ey! Ja, Mann. Hat einfach mein Auto geschissen. Kann ich meinem Speer sagen, dass du in der Nähe des Treibstofflagers bist? Hat mein Auto geschissen. Das ist jetzt eine FND-Basis. Und du willst, dass ich sie einnehme? Sie. Die Armee hat Basen auf ganz Yara. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir die Insel aus ihrem Bürgergriff befreien. Ich tue, was ich kann, Clara. Da ist Loot Dave. Bin dabei. Was macht das Tier da vorne? Das, darfst du nicht hinterfragen, das ist. Hat das bei dir auch so Zuckung? Ja, ja. Ja, was heißt hier? Ja, ja, das ist ja nicht so sicher. Ja, hat's auch. Der guckt nach oben, ja. Schnapp sie, die Guapo! Ich hab Quapo, ich lass Quapo mal regeln. Geht klar, ne? Hm. Komm zurück, Guapo! Okay, habe nicht viel Loot. Also zumindest in der Hütte hier. Oh krass, da fällt sogar ein Baum um. Das gab's noch nicht, oder?
dass die Umwelt zerstören können. Wir haben vor allem auch ein Loch in der Windschutzscheibe. Geil. Siehst du das auch? Ja, ja. Hätte ja Kleinzeit sein können. Alter, warum geht die jetzt alles in die Luft? Pass auf, das Quappo vor uns. Boah, ich habe einen Schuss abgekriegt. Nimm doch uns. Ja, steigen wir mal aus. Das war der Sinn davon, dass ich auf die Schießtattoo getroffen wirst. Ach, ich hab automatisch die Munition gekriegt von dem. Au! Oh! Ich weiß nicht, was war das? Raketenwerfer oder sowas. Ich sterb gerade. Echt? Ja. Hier drüben! Du kannst weitermachen! Alter, das ist aber krass im Vergleich zu 5 der HP-Balken. Ich hab 2, 4, 5, 6 Stück. Ne, die Zeit, die du hast, wenn er auf dem Boden liegt, die ist viel geringer als sonst. Geht schneller, schneller, ja, viel schneller. Ich glaube, der LKW brennt, Dave. Oh, stimmt. Was? Oh, apropos. Geil. Alter Ural oder alter UAZ oder sowas. Scheint dich nicht zu stören, wenn ich dir ins Bein schieße. Achso, was hängst du das aus oder was? Ja, passiert nichts. Da muss man ja auch mal testen, ne? Aber wir können es auch anmachen. Also ich fand es gestern eigentlich ganz gut bei Revenant. Man muss halt aufpassen, gell? Boah. Geiler Traktor, Baby. Kannst du auch Felder bestellen? Ja, wahrscheinlich. Das Treibstofflager, militärisches Ziel in der Nähe, Rang 1. Ich glaube, das ist keins. Das ist eins. Echt? Ich glaube, oder? Ne, doch nicht. Ist nicht aus Holz von hinten. Hier ist vielleicht doch keins. Okay, gibt es irgendwas, wo wir mal hochgehen können? Damit wir... Clara, ich bin am Lager. Libertad braucht diesen Treibstoff. Du musst also nicht nur die Armee ausschalten und das Lager einnehmen, sondern auch das Benzin sichern. Das musst du clever anstellen, Danny. Such dir eine erhöhte Stelle und benutze dein Telefon, um Kameras und Alarme auszukundschaften. Ja, ja, verstanden. Hast du das Gespräch mitgekriegt? Ja, ja. Erhöhte Stelle suchen, das hatte ich aber auch gedacht. Ja, die erhöhte Stelle sehe ich doch da schon, direkt vor uns. Die Thermomanze? Ja klar, die Treibstoffdepots. Okay, gehen wir da hoch. Ja, warte, also. Steig erstmal ein bisschen rum, dass du gucken kannst, ob irgendwo Kameras sind. Da blinkt doch schon wieder irgendwas. Okay, das ist der Alarm. Hast du was Schallgedämpftes, ja, gell? Na klar. Ich auch. Ich hab so eine Schalldämpferknarre, die muss ich mit V drücken. Also hier in dem Bereich erstmal keine Kamera. Also kommen wir schon mal hingehen zu dem Türmchen. Ah, wahrscheinlich. Bei dem Bodennähe werden hier ja keine Kameras montiert sein. Nee. Dann nehme ich nicht Kamera, sondern Stolperdraht. Oh, ich glaube, da hatte ich wieder fast gesehen. Jetzt lass mal Quappo hier. Ja, geil. Also andersrum wären wir wesentlich schneller an der Rampe gewesen. Also ich habe Musik und Radio ausgehört und ich höre trotzdem noch dieses Gedöde jetzt hier. Naja, weil hier ein Radio, weil ein Radio hier spielt. Ach toll, da wäre auch ein Kletterhaken gewesen. Mein Fresse. Ah,
versteckst dich nicht. Jedes Volk hat eine Blütezeit. Einst waren es die Griechen, dann die Römer, die Franken, die Engländer. Das ist super. Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Das goldene Zeitalter von hier. Ich sollte die Kamera da zerstören. Aber es gibt ein Wort, das droht, unsere Träume zu zerstören, ehe sie wahr werden. Das Wort, okay, die Kamera. Clara Garcia und ihre Guerilla-Terroristen sind alles, was zwischen uns und unserem Schicksal steht. Sie sind wieder mit einem Einfluss. Das kann Marino oder so ich machen. Unsere Zukunft. Ich sehe die noch nicht mehr. Und Yara ins Chaos zu stürzen. Ich hab nur Scharfschutzgewehr ohne Schalldämpfer. Und da ist die Kamera. Ach, da ist die Kamera jetzt, ne? Also, das ist hier. Mit Schalldämpfer. Oho. Oh, fuck. Ja, geil. Ich dachte, sollst du ja mit Schalldämpfer machen. Und Fehler. Hoch, pass auf. Also. Was? Wo kam einer? Was? Hm. siehst du den Scharfschütz, wie anderen getroffen? Ja, den Scharfschütz habe ich gerade abgemurkst. Achso, das wurde. Schnapp! Gani, feindliche Verstärkung nähert sich auf der Straße. Fuck. Geronimo! Was haben wir gerade zum Treibschiffspringen gesagt? Pass gut auf. Ja, aber wenn ich hier runter springen muss, ja gehen. Ja. Der Missionsgebiet, wieso kann ich nicht? Da muss ja. Was ich mein. Oder das Spiel sich dabei gerade schon einmal komplett weggehangen hat und das zweite Mal fast. Geil, was deine? Ja, klar. Ja. Fertig? Keine Ahnung, irgendeiner ist noch bei mir, dachte ich.